So, 51. Warte mal. Nicht, dass ich hier Sachen verkaufe, die ich angelegt habe hier. Du musst mir aber Es wäre ein versprechen, bisschen dass egal, was ich unvorteilhaft. dir verkaufe, du sehr So. gut darauf aufpassen wirst. So. So. Habe ich jetzt meinen 60er Schw. Nee, warte mal. Ah, ich habe noch eins mit 56. So. Also, das ist gut aufgeräumtes Zeug. Jo, weg damit. Weg mit dir. So, Dreier Beinkleider braucht kein Mensch. So, weg damit. Weg, 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 weg. So, immer schön ausleeren hier. So, dann sind wir hier fertig. Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. So, hat er irgendwas für uns, was wir auch brauchen könnten? Nö. Sieht nicht so aus. Sonstiges, geringe Tränke. Auf keinen Fall. Was? Dieser Gegenstand kann nicht repariert werden. Ach so. Ah, haben wir eh nichts, was hier repariert werden kann. So, dann gehen wir mal zur nächsten Quest und quatschen Deckard Cain mal wieder an. Leorix Krone wurde neu geschmiedet. Ah, endlich! Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Ich werde ihn vernichten und den gefallenen Stern finden. So, dann gehen wir mal zum Portal und ab die Luzi. Wo muss ich ihn hin? Da muss ich her, oder? Nee, alte Ruine. Verlassener Friedhof. So, Garten der Kathedrale. So, und rein da. Sind wir hier ein bisschen schneller unterwegs? So. Jetzt machen wir hier auf. Wagen uns da hinein. Wenn er mich nicht hier platt macht, gleich Kathedrale, Ebene 2 und ab dafür. Bin ich gespannt, was hier so los ist, außer ein toter Dorfbewohner. Wie kommt der hier rein, wenn hier zugesperrt war? Das würde ich gern wissen. Und der genauso. Aber zum Glück haben sie ein bisschen Gold dabei. Können wir ja immer brauchen. So, hier noch ein bisschen. Da ist ein Skelett versteckt. Noch ein Dorfbewohner nebenher. So. Noch einer. Der Dorfbewohner war aber ziemlich ordentlich. Der hat die Tür hinter sich wieder zugemacht. Oh, was das für ein Schönes. So, drauf hier. So. Kann man hier wieder ein bisschen Geld mitnehmen. Was ist denn hier los? So, noch ein paar Fässer. Zweihänder, so. Zweihänder. Wie gut ist der? Der hat nur 11. Ist ja niedlich. Herz allerliebst. So. Hier abwärts, was ist hier in der Truhe? Ein bisschen Gold, ein bisschen Lederhandschuhe. Für jeden was dabei. Noch ein paar tote Dorfbewohner. Aus denen wie wieder Geld rausploppt. Da ist noch einer von den Gesellen. Alle tot, die Jungs. Selber schuld, weil sie hier reinlaufen. So, und weiter hier. So, das macht Spaß, das macht Freude. Da geht nach und nach jeder mal hops.
So. Oh, wie habe ich euch vermisst? Wie leicht seid ihr geworden? So, weiter und... So, da noch. So. Hier muss ich hier platt machen, weil sonst kommen hier noch Tausende. Das geht noch nicht. Ich bin schwer verletzt. So. So, komm drauf, ihr Junge. Du überlebst es. So, jetzt reicht's aber hier mal. So. Jetzt ist aber Schluss hier. So, wieso dampft hier das Zeug? Keule, so, noch ein bisschen Geld. Da habe ich noch Handschuhe liegen lassen. So. Mal geguckt. Nix, was gut wäre. So. Wie sieht's aus? Stufe 7. Kurz vor 8. So, Bretterhaufen weg. Können wir hier auch rein. So kann man auch aufräumen. Mal ganz schnell. Und noch ein paar Fässer nebenher, wo wieder Gold drin ist. So. Der Junge hatte auch mal wieder Geld bei sich. Wir werden hier schon so richtig geldgeil. So, ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner ist immer für ein bisschen Kleingeld gut. Hast du mal einen Mark? Hast du mal eine Mark? Aber natürlich hat er eine Mark. So, Armbrust, Gold. Wow. Ihr hört auf hier. So. Nicht mit mir. So muss das laufen. Immer schön gemächlich. Da versteckt sich das Skelett einfach in einem Fass. Glaubt man's nicht. Meister Breitaxt. Na, für eine Meister Breitaxt aber ein bisschen schwachbrüstig. So. Ah, Bücherregal. Mal wieder ein bisschen Gold für nebenher. Ja, brich durch. So, Rot, Dir und Gold. Nehmen wir mal mit. Ist zumindest ein blauer Gegenstand? Nö. Natürlich nicht. Könnte man ja sonst Geld verdienen mit. So. Aber irgendwie komisch wenig Ausrüstungsgegenstände für andere, wie soll ich sagen, andere, wow, Gegner, wieso flüchtest du, du bist ein Barbar. So, gehen hier ab. Kurze Hose, edle. Ah, hallo. Ich weiß gar nicht, ob sie schon wussten, aber sie sind hier gleich tot. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Wie sieht's aus? Was Neues für mich? Nö. Nichts, was ich brauchen kann. So. So, und der ist auch schon wieder hin. So. Da haben wir die Fetzen fliegen lassen. Da
umgefallen. Ein paar Schilde rum. Noch ein paar Dorfbewohner unterwegs zusammengekachelt. Irgendwie sieht es so aus, wie dass ich hier schon mal gewesen wäre. So, noch eine Truhe. Stiefel. Hoffentlich mal bessere. Ja, ausrüsten natürlich. So. Dann haben wir so ein Ding auch schon wieder gefunden. Dann haben wir 25% mehr Erfahrungspunkte. So. Ach, da ist noch einer. So. Alles mitgenommen. Nicht, dass irgendwas hier verkommt. Für wie lange? Für 2 Minuten. Plattene Lose. So, Dorfbewohner. Was bist du? Was Schreibpult? Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. So, immer diese Voicemails, das ist eigentlich auch recht nett. So lockert sich die ganze Sache immer ein bisschen auf hier. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. So, dann wär wütend, Junge. Wenn du noch nicht genug Wut hast hier. So. Eine Breitaxt. So, 3,4. 11. 3, 7,8. Inventar zu. Dann machen wir hier mal auf eine neue Fertigkeit. Ah. So. Wäre halt nett, wenn man wissen würde, was das bringt und so. So. Der Hammer hätte auch jetzt ein Ding, ein Tribut. Ja, muss aber nicht. So. Der ist neu. Sprung. Springt direkt auf Gegner zu und greift sie an. Ah, das Aufstampfen finde ich aber immer noch geiler. So.